Ja, hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge Bausimulator. Und nicht wundern, dass die nicht am Mittwoch kommt, nämlich am Freitag. Und The Boy ist auch nicht dabei. Das heißt, ich bin allein dabei. Es liegt daran, es ist eine kleine Extra-Folge im Bausimulator. Und zwar machen wir diesmal keine Baustelle oder nicht den Sonderauftrag, denn wir haben das Hotel. Nein. Wir machen die Lehrgänge. Wir haben zwei Lehrgänge zur Auswahl, den Pritschenwagen und den kleinen Mullenkipper. Beide sind nicht besonders schwer, aber ich würde erstmal sagen, wir machen erst mit dem Lehrgang kleinen Mullenkipper. Genug Geld haben wir, das weiß ich. Und den wollen wir dann erstmal machen. Ja. Und damit fangen wir dann los. Ich muss zum Kieswerk fahren und dann noch zu einer Baustelle. Das sehen wir alles gleich. So, ich habe ja gefragt, ob du das sehen wollt. Ihr wollt sehen, deswegen kriegt ihr das extra. Es wird auch zu lange dauern, wenn ich das jetzt in der Bausimulator-Folge reinpacken würde. Hey Complex LP, heute wollen wir ein paar Kubikmeter Erde im Kieswerk. Dafür benötigen wir einen kleinen Mullenkipper. Okay, beim Kieswerk war ich ja schon. Dabei sind mir auch Landflächenverschüttungen aufgefallen. Gut beobachtet, da holen wir uns Erde ab. Ich erkläre alles, wenn wir da sind. Na dann mal los. So, und dann würde ich sagen, lass uns einfach losfahren zum Kieswerk. So. Ja, der Bagger, der steht ein bisschen komisch, aber das kennen wir ja, weil Baggerprofis bin ich und so Boy, der nicht dabei ist, auch nicht. So. Kleine Sache, warum ich das jetzt so mache und nicht mit so Boy. Die Steuerung, die bringt mich auch schon wieder. So, kleine Sache, warum ich das alleine mache und nicht so Boy. Also, ja, wenn ich das jetzt mit so Boy machen würde, der könnte dabei sein. Aber es wird nichts bringen und ich werde anrufen. Einen Moment eben. 6,5 Stunden später. Ja, sorry für den Anruf, aber der musste leider sein. So, wo ich stehen geblieben? Mit so Boy. Ja, wenn so Boy dabei wäre, er könnte nichts machen. Also ich bin noch nicht auf Level 5 oder 8, wann kann man sich Mitarbeiter stellen? Ich habe es schon mal erwähnt. Der Vorarbeiter, Position 8. So, ich brauche 8 und Vorarbeiter. Dann, soweit ich weiß, könnten wir dann zwei Aufträge machen. Das heißt, er könnte nichts machen. Er könnte ein bisschen in die Gegend oder er könnte, okay. Würde aber sozusagen nichts bringen. Das heißt, er würde ihn nur langweilen. Also, warum sollte er dann da irgendwie was da machen? So, das wird. Einfach sagen, wäre es total langweilig. So. Ja. Da. Und deswegen, wenn, da juckst du nicht hin. Und so weiter. Ja. Und mitzufahren werden, oder was mit dazu tun, kann er nicht. Deswegen kann man diese Sonderaufträge eigentlich nur alleine machen. Und da müsste leider Rücksicht drauf nehmen. Wenn ich mal Stufe 8 bin, könnten wir auch machen, dass ich so einen Auftrag mit dem Boy mache. So, jetzt nochmal eine Sache, wenn die hochkommen. Die kommen immer, wenn ich einen Sonderauftrag habe, also den Lehrgang schon, nicht Sonderauftrag, Lehrgang, dann kommt das immer am Freitag hoch. Die Sonderaufträge kommen entweder Mittwoch oder auch Freitag hoch. Da müssen wir nachschauen, weil wir haben das Hotel. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt ganz genau zum das ist ganz genau parallel zum Display mache oder ob ich das schon früher schicke, weil wir haben ja vorgenommen bis zum Halloween, ob ich es danach erst einen Sonderauftrag schicke oder nicht. Auf jeden Fall die Lehrgänge, die muss ich auch noch mal anpassen nach wann wir die gekauft haben, aber ich glaube, die kommen schon früher hoch. Wir schauen auch mal nach, also ihr werdet schon alles sehen, irgendwann in den nächsten Folgen. Und wenn das hoch ist, dann wisst ihr ja immer, wann die hochkommen. So. Da, hier ist die Vögelungsstationsfunktion. Jetzt einmal ich voll anlassen. Und dann muss ich mit dem zum. Genau, zur Baustelle fahren. Also. Ja, wie gesagt, die Videos, die anderen sind jetzt schon hochgeladen. Ihr könnt natürlich
uns jetzt schon bewerben oder folgen weiterhin, abonnieren kostenlos natürlich. Verlinke ich euch nochmal unten in der Videobeschreibung alles, wie ihr uns erreichen könnt, wie ihr mitspielen wollt oder so. Das wird so gemacht. Und natürlich, wenn wir haben ein neues Projekt eventuell am Start. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon hoch ist oder ob ich ob wir es später hochladen. Nämlich Landwirtschaftssimulator 2019. Für Tipps, Tricks und alles drum und dran. Oder ob wir andere Spiele spielen sollen. Schreibt bitte unten in den Kommentare. Ich habe auch schon mal so gedacht, eventuell mache ich mal, hole ich mir so eine Simulationsbox. Da sind, glaube ich, 5 oder 10 Simulationen erstmal drin. Und dann spiele ich alle so ein paar Folgen an. 3 oder so Folgen. Und ihr entscheidet dann, ob das alles, ob das Spiel geil ist, ob ich das mal weiterspielen soll oder zu zweit. Und wenn nicht, dann einfach ein anderes Spiel. Habe ich mir immer gedacht. Aber stimmt mal ab oder schreibt unten in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Natürlich, alle eure Kommentare lesen natürlich. Das heißt, nicht keine Angst haben. Einfach Kommentare schreiben. Könnt ihr schreiben, ach komm, du bist so blöd oder zum Fahren. Oder komplett LP oder ja, so wollen wir mich trotzdem mal sehen, wenn du mal so einen Aufträge machst. Schreib's ruhig rein. Das wird uns auch interessant. Und manchmal könnt ihr auch echt gut an den Kommentare. So. Jetzt nichts daneben schon, was sonst habe ich noch was mit dieser Kahn. Und das will ich nicht. Da raus sein. Ja. Kann man gut sehen? Ja. So, einmal wieder runter und die Baustelle verlassen. Zivo. Soweit ich weiß, sind alle Lehrgänge hier hinten beim Baustoffhändler. Das heißt, da steht auch immer Harpe dabei. Ja, dann noch, dann kann ich ein bisschen spoilern oder schon mal sagen, beim Bausimulator, was wir so vorhaben. Ich habe es nicht mit so Boy abgespürt, dass ich da was Spoiler, aber wir haben schon ein bisschen uns nach der Folge haben wir uns so ein bisschen abgesprochen. Und ja, einen mit ihm, ich liebe ihn. Gut gemacht. Jetzt können wir hier weiterarbeiten. Danke für die Lieferung. Na klar, nichts zu danken. So, und 1000 Euro. Ja, ich fahre ihn zurück. Ja, es ist halt so, dass wir ein neues Filmgelände, das ist hier, aber das kaufen wollen. Aber das können wir erst machen, wenn Harpe sagt, ja, ist okay, ist alles okay. Das wird noch ein bisschen dauern, deswegen müssen wir erstmal spielen, bis wir erst überhaupt irgendwie das haben. So, und das heißt, wir haben noch sehr viel vor beim Let's Play und ich habe mich verfahren, ich kann auch hinfahren, ist eigentlich egal. Aber ich bin bei der Oder-Datei bei 22, 23 Minuten und wie gesagt, wenn, dann wollte ich hier maximal 21 Minuten machen. Könnte sein, dass der nächste Pushwagen mit kann, der auch sagt, länger wird. Ich weiß aber nicht ganz genau, auf jeden Fall wird es weitergehen mit irgendwann mit der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wenn die hochkommt, auf jeden Fall. Haut rein, bis dahin und damit ciao, ciao. So, hier meldet sich nochmal der Complex EP aus dem Schnitt. So, ich habe die, ja, ist lustig, ich habe die, das Telefonat, hab ich vergessen, dass ich das berücksichtigen muss. Ja, deswegen, ist sie jetzt ein bisschen kürzer geworden. Aber ich würde sagen, so, eine kürzere Folge ist, tut auch mal gut. Also, ist jetzt nur 9 Minuten, mit meinen Sprache dauert es 10 Minuten. Auf jeden Fall, wenn ihr, sowas mehr sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben oder mal Short-Videos, wie einfach mal Spiele oder so.
Schreibt einfach mal, wir können auch mal so ein paar Minuten Aufgaben machen oder einfach nur ganz schnell und auch ganz schnell. Wenn ihr das habt, wollt, schaut und haut rein. Tschüss.